führen. Eine andere, sehr persönliche Strategie hat Bernard O'Mahony entwickelt. Früher selbst ein hartgesottener Krimineller mit verpfuschter Kindheit, hat er sein Leben geändert. Bilder von übel zugerichteten Jungen und Mädchen gaben den Anstoß zu handeln. Getarnt als verliebte Frau oder je nach Fall als verliebter Mann, umgarnt er mit leidenschaftlichen Briefen ins Gefängnis die mutmaßlichen Täter, schmeichelt sich in ihre Herzen ein, erschleicht sich ihr Vertrauen, ihre Geständnisse. Seine Briefwechsel sind entscheidend vor Gericht. Helga Ettenhuber hat ihn besucht, zu Hause in England. Ich bin ein Einzelkämpfer, sagt Bernard O'Mahony. Der hartgesottene Ex-Kriminelle schreibt immer wieder über Gewaltverbrechen. Seine Selbsteinschätzung? Ich mag keine Menschen, die Frauen und Kinder umbringen. Der überwiegende Teil der anständigen und guten Menschen mag das auch nicht. Aber die anständigen und guten Menschen machen nichts dagegen. Ich schon. Ja, so bin ich wirklich. Seit seiner Kindheit sammelt O'Mahony alles, was mit Batman zu tun hat. Einen Zusammenhang zwischen seinem Kampf gegen das Böse und der Comicfigur gäbe es allerdings nicht, meint er. In seinem Archiv stapeln sich hunderte von Briefen, die er seit mehr als 10 Jahren an Frauenmörder und Kinderschänder geschrieben hat. Die Polizei darf in diesem Land die Briefe von Verbrechern nicht lesen, nur in Ausnahmefällen. Ich aber kann es. Und es beunruhigte mich, dass möglicherweise ein Mann, der ein 3-jähriges Mädchen vergewaltigt und umgebracht hatte, so einfach seiner gerechten Strafe entgehen könnte. Der Streiter für Gerechtigkeit spricht von Rose, einer 3-Jährigen, die 1995 vergewaltigt wurde. Der Hund des Täters biss dabei das Mädchen tot, weil es sich wehrte. Sean Armstrong wollte als vermindert schuldfähig gelten. Über 1,5 Jahre schrieb O'Mahony dem Mann. Er gab sich dabei als Tanzlehrerin aus. Der Mechaniker verliebte sich in die fingierte Briefpartnerin, fasste Vertrauen zu ihr. Im 80. Brief gestand er die Wahrheit. Ja, ich bin verantwortlich für meine Tat. Ich war geistig und körperlich fit wie ein Turnschuh. Ich habe dem Gericht einen vorübergehenden Zusammenbruch vorgetäuscht, sodass ich weniger Zeit absitzen muss. Das ist die Wahrheit. Und du bist die einzige Person, zu der ich seit Jahren wieder Vertrauen habe. Bitte erzähle das niemandem, sonst habe ich wirklich die Scheiße am Hals. Gott weiß, dass ich nicht verrückt bin, aber wenn ich mit einer geringeren Strafe davon komme, dann ergreife ich natürlich die Chance. Armstrongs Briefgeständnis war prozessentscheidend. Und auch in 2 weiteren Fällen war Bernard O'Mahony erfolgreich. David Copeland tötete und verstümmelte 1999 mit 3 Nagelbomben Dutzende von Menschen. Auch er beteuerte seine verminderte Schuldfähigkeit, machte sich aber in Briefen an Mahony über die Psychiater lustig. Richard Blankey vergewaltigte und tötete 1991 den 7-jährigen Paul. Die Tat stritt er ab. Aber im 36. Brief an O'Mahony gestand er schließlich sein Verbrechen. Auch dieser Brief wurde als Beweis vor Gericht anerkannt. Ich besuchte Blankey einige Male. Es ist nicht angenehm, Freundschaft vorzuspielen und dabei zu wissen, was sie getan haben. Aber man bekommt einen faszinierenden Einblick in ihre Gedankenwelt, wenn man ihnen über längere Zeit hinweg schreibt. Man lernt sie kennen. Im Gespräch sind die Täter mehr auf der Hut, aber in Briefen scheint es, öffnen sie ihr Herz, sind sie freier. O'Mahony weiß, wovon er spricht. Er war selbst im Gefängnis, mehrmals. Wegen Diebstahls, Hehlerei, Körperverletzung. Gerade mal 14 Jahre alt kam er zum ersten Mal mit der Polizei in Konflikt. Seine Erfahrungen im Gefängnis halfen ihm, das Vertrauen von Kinder- und Frauenmördern zu gewinnen. Im Gefängnis werden solche Verbrecher von den anderen geächtet, sie werden beschimpft, von den Wärtern eingeschüchtert. Und wenn dann plötzlich ein Brief zu ihnen kommt, in dem ihnen Zuwendung und Verständnis entgegengebracht wird, dann ist es für sie wie ein Lichtstrahl der Hoffnung in der Dunkelheit. Es ist deshalb ziemlich einfach, den Weg in ihr Inneres zu finden. Er glaube an nichts, meint der Katholik irischer Abstammung. Und schon gar nicht an die Gerechtigkeit der Justiz. Der Tod war mein ständiger Begleiter.
Meine drei Freunde wurden ermordet, die selbst gemordet haben. Viele junge Leute sind gestorben, die ich kannte. Ich habe deshalb vor dem Tod keine Angst. Ich kann ihn besser annehmen. Die Ermordung von drei Freunden aus der Drogenmafia und der Tod der 18-jährigen Lea, die an Ecstasy starb, brachten ihn 1995 zum Ausstieg aus der Unterwelt. O'Mahony war Sicherheitschef in der Disco Rakel, ein Drogenumschlagsplatz, wo auch Lea die tödliche Pille bezog. Heute ist er Leiter eines Fuhrunternehmens und kämpft seinen ganz eigenen Kampf für Gerechtigkeit. Gelitten hat er in seiner Kindheit unter dem gewalttätigen Vater, der die vier Kinder und die Mutter prügelte. Seit Jahren schon steckt er das Geld, das er für seine Artikel und Bücher bekommt, in kleine Projekte für Kinder und Jugendliche. Er managt die Musikgruppe Mesh 29. Die zwei begabten jungen Musiker kennen seine Vergangenheit und schätzen ihn. Ja, ich bewundere ihn, sagt Adam, weil er, wenn er etwas will, es dann auch durchsetzt. O'Mahonys Erfahrungen? Seine Briefpartner wurden meist selbst missbraucht und steuerten unaufhaltsam auf die Katastrophe zu. Es gibt einen Punkt, wo sie vom Opfer zum Täter werden. Und das ist es, was mich interessiert, was sie dazu treibt, die gleichen Verbrechen zu begehen, die man ihnen angetan hat. Seine unausgesprochene Botschaft: Kümmere dich um Kinder und um junge Menschen, um das Böse abzuwenden. Und das heißt, der beste Schutz.